Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pikmin 4. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche jetzt viel Spaß mit dem Video. Hallo und damit herzlich willkommen zurück zu Pikmin 4. Ja, beim letzten Mal hatten wir unseren Doktor gerettet und der wird jetzt hoffentlich demnächst unseren Kameraden hier helfen können, die hier auf dem Boden liegen. Aber nichtsdestotrotz. Was ist unser Plan für heute? Wir wollen heute endlich mal die erste Nachtexpedition antreten. Das wird bestimmt mega interessant. Ich bin auf jeden Fall schon mega gespannt, wie das ausgehen wird. Ich weiß auf jeden Fall, dass es spezielle Pigments für die Nachtebenen gibt. Ich gucke nur gerade, was kann ich mir hier gönnen? Flammenschutz eventuell? Nee, wenn eher was für mich. Weil ich will auch noch, dass ein bisschen was an dem Teil übrig bleibt. Ich mache mal den KP-Verstärker, damit ich ein bisschen mehr Leben habe. Und dann würde ich sagen, auf zur Nachtexpedition. Ah, frisches Blut. Hallo Neuling. Schön, ein neues Testsubjekt. Ich meine, ein neues Gesicht zu sehen. Da wir zusammenarbeiten werden, kannst du mich einfach Spanell nennen. Doch verschwende mir keine wertvolle Forschungszeit. Du musst dich nämlich auf eine Nachtexpedition begeben. Ich möchte, dass du medizinisch relevante Extrakte aus Leuchtbauten sammelst. Auf diese trifft man allerdings nur nachts. Über weitere Details machst du dir am besten direkt vor Ort ein Bild. Sag Bescheid, wenn du bereit bist. Zeit halt für die Nachtexpedition. An diese Orte kannst du aktuell reisen. Nur bei den sonnigen Anhöhen. Okay. Alte Torbögen, Risikostufe 1. Direkt eine Risikostufe. Bis zum Sonnenuntergang ist noch Zeit. Hol dich doch etwas aus. Ich mach mich mal dann weg. Tschüss. Nachtexpedition besiegst du alle Kreaturen und verteidigst einen Leuchtturm bis zum Morgen. Erhältst du Leuchtsaft, mit dem man Laublinge heilen kann. Okay, da haben wir eine Info, was wir zu tun haben. Wir müssen diesen Leuchtsaft sammeln. Wahrscheinlich die Dinger da. Schön schaue ich hier so bei Nacht. Ich denke mal, diese Blüten da, die will ich auf jeden Fall sammeln. Da siehst du ihn, Neuling. Das ist ein sogenannter Leuchtbau. In den frühen Morgenstunden setzt er einen Extrakt frei, aus dem ich Medizin herstellen kann. Wird der Leuchtbau allerdings zerstört, gibt es auch keinen Extrakt. Daher musst du den Leuchtbau bis zum Morgengrauen beschützen. Ganz einfach. Findest du nicht? Hä? Was haben wir denn da? Dieser kleine Kerl war zuvor noch nicht hier. Beobachten wir ihn und warten wir ab, was geschieht. Ein grünes Pikmin. Wie praktisch, jetzt gibt es mehr von ihnen. Denkst du das gleiche wie ich, Neuling? Ein Leuchtpigment. Ja, in der Tat, auf mich wirken sie wie eine neue Pigmentart. Sie leuchten also. Nennen wir sie doch Leuchtpigment. Guter Name, oder? Tschüss. Hi. Tschüss. Hi. Hallöchen. Die scheinen dich ja zu mögen, Neuling. Ausgezeichnet. Dann könnt ihr gemeinsam den Leuchtbau beschützen. Das Sternfragment von eben, nehmen wir das doch einen Leuchtknopf. Leuchtknöpfe solltest du zum Leuchtbau transportieren lassen. Vielleicht können wir durch sie mehr Leuchtpigmen erhalten. Gut, dann überlasse ich alles Weitere mal dir. Okay. Ach, die normalen Pigments habe ich auch gar nicht zur Verfügung, sondern nur die Leuchtpigments.
Okay, irgendwer wird mit uns dann noch Stress anfangen wollen. Transportiert da schon mal ab. Die beamen sich sogar zu mir. Legen nicht auf das Nachtradar. Ja, jetzt geht es erst richtig los, Neuling. Die Augen, sie leuchten. Kreaturen werden nachts äußerst aggressiv und Licht zieht sie wie magisch an. Sie halten dann auf den Leuchtbau zu. Pass also gut darauf auf, dass er nicht zerstört wird. Ja, und schon ist er auf dem Weg. Für den Anfang solltest du Leuchtknöpfe sammeln und so den Leuchtpicken vermehren. Die Kreaturen werden bis zum Morgengrauen angreifen. Daher solltest du versuchen, sie alle zu besiegen. So, jetzt liegt es an euch, Otschen und Shining. Ja, ist ja nur ein Vieh, ne? Wo ist denn der überhaupt? Ach, von da kommen sie. Ja, wenn es weiter nichts ist. Ich denke mal, wenn ich den Bau da kaputt mache, dann können die da nicht rauskommen, oder? Kann ich den überhaupt kaputt machen? Aha, dann können Leuchtknöpfe also auch transportiert werden. Haben wir es hier mit dem Vorläufer von Leuchtbauten zu tun? Falls es so ist, dann könnte es sein, dass diese Dinger unterirdisch mit Leuchtbauten verbunden sind. Vielleicht fungieren diese kleinen Bauten als Sammelpunkt, wenn Leuchtknöpfe von weit her transportiert werden. Außerdem scheint es sich um eine Art Köder für Kreaturen zu handeln, der ihr Interesse vom Leuchtbau ablenkt. Köder also, die hell leuchten. Warum nennen wir sie nicht Leuchtköder? Also macht das Beste aus den Leuchtködern. Nutzt jetzt Köder und Sammelpunkte für Leuchtknöpfe. Gut, wenn es weiter nichts ist. Ich kann das Schiff nicht hier hinrufen. Boah, geht die Nacht schnell rum. So, weiterer Köder aktiviert. Oh, da kommt die Armee. Okay, die Nachtexpeditionen sind auf jeden Fall richtig lustig. Okay, ein Leuchtköder wird angegriffen. Da kommt ein großer. Ein Leuchtköder ist kaputt. Ich glaube, bei den Leuchtködern ist egal, wenn sie kaputt gehen. Nur das große Ding ist wichtig. Apropos groß. Angriff! Sehr gut! Es ist keine einzige Kreatur mehr übrig, die den Leuchtbau angreifen könnte. Jetzt ist es soweit. Sieh gut hin, Neuling. Okay, ich sehe hin.
Lecker. Das hier ist ein komprimierter Leuchtbauextrakt. Der zersetzende Enzyme in großer Dichte enthält. Nennen wir ihn doch Leuchtsaft. Das ist die Hauptzutat für meine Medizin zum Heilen der Laublinge. Sei also bitte sehr vorsichtig, wenn du ihn einsammelst. Sieh mal, Leuchtpigments scheinen so anhänglich zu sein, dass sie sich sogar von einem verabschieden wollen. Oder geht es darum, dir zu folgen, den ganzen Weg zum Basiscamp? Du liebe Zeit, was geht hier vor? Leuchtpigment können sich in Samen verwandeln? das muss ich mir einmal aus der Nähe ansehen. Bring mir alle Samen zurück, die du habhaft willst. Die werden mir wahrscheinlich auch irgendwas bringen. Die Ernte war erfolgreich. Und dafür kann ich noch eine Magneten ziehen? Das war ausgezeichnetes Ergebnis. Gut gemacht. Aus einer Dosis Leuchtsaft kann ich genau eine Dosis Medizin herstellen. Also müsste ich mehrere Expeditionen jetzt machen. Einen können wir heilen. Was bringen mir die Leuchtsamen? Also wie hat dir dein erstes nächtliches Abenteuer gefallen? Es war toll. Ausgezeichnet. Und ich muss sagen, das war ja eine ziemliche Überraschung. Du hast eine völlig neue Pikmin-Art entdeckt. In der Zeit, bevor du mich gerettet hast, habe ich niemals ein Leuchtpigment zu Gesicht bekommen. Die Pikmin haben wohl etwas für dich übrig, Neuling. Du und Ochin, ihr solltet versuchen, euch von ihnen helfen zu lassen und im Gegenzug ihre Leuchtbauten beschützen. Auch wenn du wohl noch etwas Zeit brauchst, um dich an die Nachtexpedition zu gewöhnen. Am besten schicke ich dich direkt auf die nächste Expedition. Vom gleichen Leuchtbau, damit du etwas üben kannst. wenn ich dich daran erinnern dürfte, wäre wohl keine gute Idee, unser neues Mitglied gleich zu überfordern. Jetzt kommt wieder bei der Lieblingsmelodie. Kann ich mir aussuchen, wer gerettet wird? Mit der Medizin? Nee. Gut, dann ist es jetzt für Zeit für die Heilung. Wird gemacht. Ja, war vorher viel größer. Duck, vom Heimatplanet Flugkai. Bekannt für sein Motto, lieber tief in der Höhle als hohl in der Bühne. Ihm ist keine Höhle zu gefährlich. Hier nicht unsere Arbeit, natürlich nicht. Es ist unsere Pflicht, alle zu versorgen, die wir gerettet haben, und ihnen zuzuhören. Okay. Bin mal gespannt, was der mir zu erzählen hat. Wo gammelt der denn? Klein und grün. Wir haben auf jeden Fall wieder was fürs Training hier. Da oben gammelt er, ich sehe ihn. Ich könnte das Pflücken verbessern. Ich würde lieber Hubs verbessern oder den Sprint. Da spare ich mir das noch ein bisschen. Das Rausziehen finde ich jetzt nicht so wichtig, dass ich es schnell habe. Ich liebe es, wenn die Wissenschaft das Unmögliche möglich macht. Da ist wieder was Neues für mich im Angebot. Ein Luftschild. Okay. Einfach nur ein bisschen mehr Abwehr wahrscheinlich. Ansonsten können wir nichts holen. Ja, komm, dann gönne ich mir den Luftschild. Habe ich noch ein bisschen mehr Schild. So, da oben sitzt der Typ. Ich hab's gesehen.
Hallo. Oh, ich bin schon lange unterwegs, aber eine dermaßen gefährliche Situation habe ich kaum jemals erlebt. Vielen Dank für deine Hilfe. Man, dem ist mich sehr lieb, denn man kann in Höhen ja nur erforschen, wenn man am Leben ist. Oh, mein Name ist übrigens Stark und ich bin Vollzeit-Abenteurer. Das ist nur dank meiner gut situierten Familie möglich. Und ansonsten nix? Jan fühlen wäre sicher ungehalten, wenn ich weitere Probleme verursache. Also lasse ich das erkunden erstmal. Oh, aber da kommt mir eine spitzen Idee. Ich würde dich in die Kunst der Höhlenforschung einweihen, sozusagen. Ach, dafür kriege ich jetzt auch Belohnung wahrscheinlich. Du müsstest einfach die Höhlen dieses Planeten für mich erkunden. Und zwar in voller Länge bis zum Ausgang. Da mache ich sowieso. Wie ich sehe, hast du bereits mehrere Höhlen erkundet. Genau wie ich es von dir erwartet hatte. Ja, jetzt kriege ich dafür Belohnungen. Ein Enthusiasmus bei der Erkundung der Höhlen, so ging es mir auch, als ich die Welt unter der Erde für mich entdeckte. Nächste Belohnung kriege ich bei 10 Höhlen, okay. Und wofür sind jetzt diese Samen? Also ich will noch eine Nachtexpedition machen. Hast du gerade Vorbereitung für eine Nachtexpedition? Ich bin bereit, wenn du es bist. An diese Orte kannst du aktuell reisen. Na guck mal, jetzt kann ich dann diesmal zum stabilen Gerüst. Okay, jetzt stehe ich hier vorne. Ich glaube, ich habe da noch etwas über die Leuchtpigmente herausgefunden. Wie du siehst, senden Leuchtpigmente starke Lichtimpulse aus. Sammle deine Pigmenten und deine Leuchtpigmente Hilfe von X. Die werden sich dann zu einer Kugel aus Licht zusammendrängen. Erst die ihre gesammelte Energie auf einen befreit, wird daraus ein Kugelblitz. So jedenfalls nicht diesen Effekt. Kreaturen in der Nähe eines derart intensiven Lichts werden einen ziemlich Schrecken bekommen. Geht das auch mit den Zähnen, die ich gerade habe? Oh, da hinten noch was. Erinnerst du dich noch, wie du in der Nacht Leuchtsamen gesammelt hast? Alles, was übrig war, habe ich in deine Tasche getan. Ich werde jetzt mal erklären, wie man mit Leuchtsamen umgeht. Zuerst einmal musst du sie in deiner Tasche auswählen. Wirfst du ein, entsteht daraus ein Lichtpigment. Bedenk immer daran, dass das nur nachts oder in Höhlen funktioniert. Da kann ich mir in Höhlen zur Not noch Zusatzpigments holen. Okay, das ist praktisch, wenn ich mal gerade nicht genügend Pigments für irgendwas habe. Ah, und so funktioniert das mit dem Lichtblitz, okay. Da sind schon die Fieslinge. Ich glaube, diese Kampfsymbole zeigen mir, wo die aufkreuzen. Beziehungsweise aus welcher Richtung die kommen. Ich mach's mal ein bisschen schlauer. Und lass nicht instant alle an einem Punkt. Lichtblitz, Feuer. Angriff. Unten war's. Ich wollte einen Knusperknochen rausholen. Dicker. Nein, sie greifen uns an. Wir haben ein Problem, der Leuchtbau wird angegriffen. Leute, die zerstört werden, erhalten wir die medizinischen relevanten Extrakte nicht, die wir benötigen. Betreibe diese Kreaturen und zwar fix. Feuer! Das ist ganz gut, dass ich gerade den Angriffsboost habe. Wie gesagt, ich mache extra, dass nicht alle das immer abbauen. Naja, nur so stückweise. Angriff! Ich
Irgendwer am Leuchtbau? Ja, da ist einer in der Nähe vom Leuchtbau. Schon mal die Lichtkugel vorbereiten. Ich brauche dringend ein Ablenkungsding auf der anderen Seite. Jetzt wird der Köder wurde vernichtet. Ich muss ja eigentlich nur am Leben bleiben. Alles andere ist egal. Neue Kreatur? Angriff! Wir haben den Großen besiegt! All diese Kreaturen zu besiegen ist eine ganz ordentliche Leistung. Gut gemacht. Heini, Ochin, ihr habt es geschafft! Ist doch schade, dass ich immer nur eins dafür bekomme. Es wird echt mühselig, die Laublinge zurückzuverwandeln. Jetzt können wir die Medizin herstellen. Sechs von sechs Kreaturen besiegt. Ein Laubling wird geheilt. Und ich habe offenbar fünf Samen bekommen. Woran ist es abhängig, wie viele Samen ich bekomme? Gut gemacht. Mir scheint gewöhnlich langsam an die Nachtexpedition. Ja, ich denke, jetzt bist du bereit. Ab dem nächsten Mal kannst du Leuchtsaft sammeln, wo immer du magst. Und mit der Suche nach unserem Piloten machen wir jetzt auch ernst. Nimm so viele Laublinge, wie du kannst. In Ordnung, heilen wir sie alle. Da wir gerade beim Thema sind, lass uns erst einmal kurz eine Minute darüber nachdenken, ja? Ist immerhin auch möglich, dass sich Bernhard noch gar nicht in einen Laubling verwandelt hat. Wie meinst du das? Ich habe ziemlich lange darüber nachgegrübelt. Diese Laubling mit dem Hund hat mich verfolgt, so viel ist klar. Und da habe ich bemerkt, dass Bernhard weg war. Aber das war's auch schon. Was ich meine ist, dass ich nie wirklich gesehen habe, wie er in einen Laubling verwandelt wurde. Hm, interessant. In dem Fall sollten wir wohl noch einmal überlegen, wie wir weiter vorgehen. Also zumindest sollten wir einen Hinweis auf Bernhards Verbleib bekommen, wenn wir diesen Laubling schnappen. Stimmt, gut, Shining. Die Suche nach dem Laubling mit dem Hund ist damit deine oberste Priorität. Verstanden, das ist auch Olimar. Gut, damit erkläre ich diese Besprechung für beendet. An die Arbeit! So, wen kriegen wir diesmal zurück? Darf ich es mir aussuchen oder ist das wieder random? Nee, ich darf es mir nicht aussuchen. Gut, dann ist jetzt Zeit für die Heilung. Gut gemacht. Und, wer ist es? Baumeister Kuri, Hyperplanet Mojama. Wenn es um seine Arbeit geht, ist er schnell, gründlich, ungeduldig und ehrgeizig. Daher plant er auch hier ein Bauprojekt. Hier nicht unsere Arbeit natürlich nicht. Es ist unsere Pflicht, alle zu versorgen, die wir gerettet haben, und ihnen zuzuhören. Ja, dem werde ich sofort zuhören. Der steht da hinten. So, jetzt haben wir zwei Teile. Die können wir wahrscheinlich gut verwerten. Ja, jetzt kann ich den Hubs nämlich stärker machen. Ich will, dass Ochin mehr Power hat. Wer hat den Hubs komplett gemeistert? Warst du das etwa, Ochin? Ja, Ochin, du warst das. Braver Hund. Jetzt bist du bereit, eine noch viel effektivere Fähigkeit zu lernen. Den Mega-Hubs! Lernt Ochin den Mega-Hubs, erwachen seine Willeninstinkte in ihm. Er springt dann sogar fliegende Kreaturen an. Okay. Okay. Zwergkäfer macht er mit der zweiten Stufe instant tot. Es wäre auf jeden Fall praktisch, den Hubs auf Maximum zu bringen, weil er dann richtig viel Kraft im Kampf hat.
Soweit, so gut. Gib mir weiterhin alles bei Arbeit. Ja, danke. Ciao. So, was ist bei dir? Dann Dori-Duell? Hallo. Echt nett von dir, dass du mich gerettet hast. Ich bin Baumeister bei der Motorbau. Mein Name ist Gori. Genau wie ihr bei der Rettungskurve nutzen auch wir auf unseren Baustellen die Kunst des Dori. Da wird alles pünktlich fertig. Vielleicht könnten wir gemeinsam für Dandori-Duelle trainieren. Schadet ja nie, sich mit etwas näher zu beschäftigen. Kampftraining? Alles gezeichnet. Und als Sahnehäubchen gebe ich dir sogar eine Belohnung. Sag mal, deine Ergebnisse in Dandori-Duellen sind ja ziemlich beeindruckend. Weiter so. Ach, Belohnung für den Dandori-Duelle kriege ich jetzt. Das ist eine kleine Anerkennung für dich. Doch nun zurück zum Grund deines Kommens. Trainiere mit deinem Dandori. Erziele Gold in 3 Duellen. Ach, dann kann ich die Duelle noch mal wiederholen. Okay. Wahrscheinlich gibt's das auch noch mal für das andere, wo ich hier sammeln muss bis zum Abwinken, um eine Punktzahl zu erreichen. Wahrscheinlich gibt's dafür auch ein. Hier hat sich auf jeden Fall wieder was aktualisiert. Boah, habe ich mittlerweile viele Nebenmissionen. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich schon so viel habe. Auch Visitenkarten mittlerweile recht viele. Ja, Laublinge habe ich 2 gerade. Die haben mir alle schon gerettet. Ach, man kann auch auswählen, ob man etwas verwenden will oder nicht. Ich weiß zwar nicht, wofür genau ich die jetzt weglegen sollte. Aber man kann's. So. Wir haben auch richtig viele an Einträgen von Ulima. Mich interessiert jetzt noch, was war das für ein Riese? Der war ein neuer Eintrag. Ja, Piklopädie. Der Albino-Zwergpunktkäfer. Ein Koloss-Punktkäfer. Der hat ein Gewicht von 20, das heißt, den werde ich definitiv auch nochmal so treffen. Der Riese hier. Ach, guck mal, den Leuchtbau, den kann man sich ja auch nochmal angucken. Das sollte ich mir auch angewöhnen, mir mal die Notizen anzugucken immer. Das habe ich ja beim letzten Mal, glaube ich, schon gesagt. In der Natur ist es oft möglich, durch ein hohes Risiko auf eine hohe Belohnung zu spekulieren. Der Leuchtbau nimmt es in Kauf, möglicherweise zerstört zu werden und produziert aus Leuchtknöpfen Leuchtpigment. Wobei er ein Licht aussieht, das auch Kreaturen anlockt. Doch ist das alles? Lockt er mit seinem Leuchtstab etwa auch uns an? Zurück zur Piklopädie, ich wollte das nicht aktivieren. Weit entfernt von zu Hause auf einem fernen Planeten mit gefährlichem Nachtleben in der Nacht gibt das sanfte Licht dieser Geschöpfe den Abenteuern Hoffnung. In unseren Herzen erkennen wir, dass wir hier die Flamme des Lebens vor uns sehen. Dann gucke ich mir noch den Bericht zu den Koloss und den Zwergpunktkäfer an. Koloss, dieses Wort impliziert eine Menge interessanter Fakten. Zum Beispiel, dass ein großer Körper auch ein proportional größeres Herz besitzen muss. Daher hat er bestimmt seine Freunde noch viel lieber, als das schon bei gewöhnlichen Pokémon der Fall ist. Mit seinem wilden Schnappen will er sich sicherlich nur beschützen. Die fürsorglichen Kreaturen sind oft auch die grimmigsten. Alle Zwergpunktkäfer sind von Natur aus entzückend, doch dieser hier guckt besonders lieb. Nicht zu vergessen, dass seine kleinen Äugler nachts so richtig glänzen. Nehmt er so seine Beute oder erleichtern sie es, ihm seine Artgenossen zu finden. Wie dem auch sei, es ist ein absolut faszinierendes Merkmal. Und mich hat dieser kleine Kerl bereits ganz in seinen Bann geschlagen. Okay. Na gut, Leute. Ich würde dann sagen, hier machen wir dann jetzt für heute Schluss.
beim nächsten Mal machen wir nochmal eine Nachtexpedition und holen nochmal zwei von diesen Leuchtsaften, damit wir die beiden hier auch noch heilen können. Ich hoffe jedenfalls, dass ihr Spaß beim Zusehen hattet. Wenn ja, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao und bis dann.